Wumm, 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 sage ich. Und gebe Gas mit dem Auto von Richard, dem Klonwagen. Ja, wo fahren wir hin? Welchen Schabernack treiben wir denn heute? Mit einem der schnellsten Wegen? Wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zack. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I like punk rock, but we like different types of punk. You liked hard and heavy punk. Like Crash and Sham 69. I like the more twisted ones, like the Damned, Buzzcocks, Iggy Pop, and Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked, but for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. Seems strange thinking about it now. Scheinbar ist es seltsam, wenn man nicht die Sex Pistols hört, obwohl man Punk mag. Aber da hört man schon unterschiedliche Schwere. Ja klar, natürlich. Wir haben doch so viel Zeit, können wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen. Was hat das mit diesen Hunden auf sich? Das wüsste ich auch noch gerne. Es kann ja nicht zufällig sein, dass hier überall Hunde sind. Ich wollte hier angeln gehen eigentlich. Vielleicht gibt es ja was Schickes in diesem komischen Wald. Wir haben genug normale Köder. Bewurfen wir das, benutzen wir die. Ein bisschen angeln kann ja nicht schaden hier in diesem komischen unterirdischen Wald. Es wirkt so, dass hier mal früher Land war und dann irgendwie dann eben nicht mehr, weil die Natur sich zurückgeholt hat, was sie wollte. Ihre eigenen Bäume. Und warum sind sie überhaupt weiß? Warum ist das so? Warum sieht das hier so aus, wie es aussieht? Ah, komm schon, Fischi. Leine einholen. Da gibt es noch einen super Surprise. Bei dem vierten Fisch muss ich drücken. Komm schon. Bleib stehen. Super. Hat funktioniert. Und wir kriegen ein Special Geschenk. Und zwar... dein Fang, sommersprossige Fiona. Hatten wir die noch nicht? Na, jetzt haben wir sie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es sich lohnt, wirklich an jedem Tümpel das zu machen. Ich werde es einfach mal gucken, wenn wir bei Gelegenheit einfach mal dran vorbeikommen. So wie jetzt zum Beispiel, ich wollte ja zum Krankenhaus fahren und hatte sich das angeboten, hier mal ein bisschen zu fischen. Wobei der Hund mir im Hintergrund ein bisschen Sorge macht. Leine einholen. Was fangen wir diesmal? Soll es ein Fisch sein? Werkzeug? Waffe? Das ist noch ein gelbes Geschenk. Ich werde mal gucken einfach, was es ist. Oh. Schade, fehlgeschlagen. Wurm verloren. Leine gerissen. Lassen wir es. Wir haben das, was wir wollten. Das lila-rosa Geschenk quasi. Jetzt haben wir auch die sommersprossige Fiona. Vielleicht bringt uns das ja was, weil der Panda-Bär ja gerne... Ich nenne ihn jetzt immer Panda-Bär, auch wenn sein Laden nur so heißt. Weil der Panda-Bär ja gerne diese Karten sammelt. So, eingestiegen, zurückgefahren. Was heißt zurückgefahren? Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Vielleicht gibt es da was Medizinisches noch zu tun. Weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr schnell mit dem Auto unterwegs. Da fährt, glaube ich, Lilly umher. Nee, das ist nicht. Das ist nicht Lilly. Das ist irgendjemand anderes. Ja, wir fahren schnell zum Krankenhaus. Schauen, ob Fiona irgendwas für uns hat. Oder Asha. Ich meine, eigentlich sieht man das ja, aber... boah, krass. Wie der Wagen teilweise abhebt. Eigentlich sieht man das, was er eine Aufgabe hat. We went all the way to New York to see them play, right, Zack? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And it, war das? Ja, das ist später. Let's take a walk around here. Weil nach dem Krankenhaus dauert das so ein Weilchen, bis man da irgendwo hinkommt. So. Deswegen, sorry. Gehen wir mal kurz da rein. Schauen, ob da was ist.
die sommersprachige Fiona und Asha. Sind sie vielleicht schon ein Paar? Wird sie vielleicht auch zum Opfer fallen von irgendwelchen verrückten, wahnsinnigen Leuten? Sommersprachige Fiona ist da. Hier ist Asha. Das heißt, wir könnten theoretisch auch fast überall hin. Wissen das aber gar nicht. Deswegen sprechen wir einfach mit den beiden. Ziehen uns vielleicht auch mal wieder um. Na, Fiona, alles klar? Stimmt etwas nicht, Agent York? Der Sheriff kam vorbei. Sein Gehilfe Thomas wird vermisst. Ja, wir suchen alle nach ihm. Ist er auch nicht zu Hause? Das weiß ich selbst nicht genau. Ich verstehe. Was könnte ihm denn zugestoßen sein? Noch dazu gerade jetzt, da ihr den Mörder geschnappt habt. Wir haben den Mörder nicht geschnappt. Von wo will sie das überhaupt wissen? Ich war irgendwie sicher, dass der Mörder nicht von hier wäre. Darum war ich entsetzt, als ich hörte, dass es einer von uns war. Da geht einem plötzlich alles so hautnah. Das ist so erschreckend. Ich weiß, ich sag kein... Vielleicht hat sie ja Klamotten für uns. Nein, wollen wir nicht. So, okay. Haben wir das erledigt? Jetzt schnell nur noch mal in das rote Zimmer. Ich keine Ahnung, warum es da immer so rötlich drin ist. Aber hier war ja Asha drin. Deswegen checken wir mal, ob er hier noch was zu uns sagt. Asha. Guten Tag. Draußen sieht das Wetter scheiße aus. Hey Mann, du wirkst müde, Agent York. Deswegen kann man wohl nichts tun. Dagegen kann man wohl nichts tun. Die Ermittlungen laufen schon lange und dauern vielleicht noch länger. Na, was hältst du davon? Soll ich dir eine Injektion geben? Nein. Alleine 3 Autopsien durchzuführen ist keine leichte Aufgabe. In einer Großstadt würde man dafür mehrere Spezialisten einsetzen. Ich bin der letzte Zeit überhaupt nicht zum Schachspielen gekommen. Kartoffelchips sind das einzige Vergnügen, das mir geblieben ist. Ja, tut mir leid. Aber wenigstens hast du noch die Kartoffelchips. Das ist schon ein großer Trost. Sobald ich einmal anfange, jammere ich nicht mehr über die Arbeit. Lass mir wenigstens mein Gemurre. Ich glaube, er hat eher gesagt, dass er, sobald er anfängt, nur noch herumjammert. Gut, dass hier ein Kleidungskoffer steht. Es wurde gesagt, dass unsere Farbe rosa ist. Also wechseln wir sie. Ich weiß, die Farbe sieht schrecklich aus. Aber solange wir sie haben... solange wir nichts Neues haben, bleibe ich einfach dabei. Das war das Krankenhaus. Wieder eine Besichtigung quasi umsonst für ein paar Dollar mit... für ein paar Dollar... Ja, wir haben ein bisschen Geld gemacht. Das ist alles, aber... Es reicht gerade vielleicht für eine Mahlzeit oder so. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht darauf genau geachtet, wie viel wir bekommen haben, weil... Ich das generell hier nicht so mache. Oh, oh, oh. Oh, leider, irgendwie bin ich durch den Hintereingang, das Ausgang. Wollte ich eigentlich gar nicht. Könnt ihr sicherlich verstehen, dass ich das nicht wollte, aber immerhin so weit ist der Weg ja nicht dahin. Deswegen fahren wir jetzt auf jeden Fall zurück in die Stadt. Und, ja, mal gucken, was wir da... zuerst machen. Wir werden das Lunch auch viel später machen, weil we have so much time jetzt. Am liebsten würde ich auch noch George suchen, beziehungsweise finden. Damit er uns auch noch diese Quest geben kann. Aber Quest, ich guck mal ganz kurz in unsere Quest. Wo war das? War das hier? Nein. Nein. Ach so, das stimmt. Das ist bei der Karte und dann R1 Nebenmission. George Woodman, Emily Wade, White, Thomas McLean, der unerwünschte Gast. Ja, und da hoffe ich halt wirklich, dass wir das noch machen können, weil die steht jetzt offen. Jim Green. Stimmt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Keith, Lilly, die eine können wir auf jeden Fall bald machen. Henry, Nick, hat auch ein paar
Quests für uns. Sally Quint, Richard Polly, Gina die Rose, Jack, Wesley, General Lason, die... Oh, der hat doch noch eine Quest für uns. So ein Hund. Der hat nichts mehr für uns. Die Streunerin. Oh Gott, die nervt mich jetzt schon. Der schlaflose Brian. Und die haben wir alle gemacht. Ja, die einzige Quest, um die ich mich sorge, ist die hier. Es kann gut sein, dass wir sie nicht mehr machen können. Wenn ihr seht, wir haben Kapitel 14 und das konnte man Kapitel 7 bis 9, 11 und 12 machen. Und ich glaube, die kann ich leider echt nicht mehr abschließen, wenn Thomas weg ist. Und wer weiß, was mit ihm passiert ist. Ich nehme mal an, er wurde nämlich auch umgebracht. Dieses hübsche große Bild hat das quasi irgendwie angedeutet. Im Hause von Henry. Vielleicht ist Henry ja... Es gibt ja scheinbar diese Geheimgesellschaft. Vielleicht ist Henry ja der Gegenpol. All the way to New York to see them play, right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg by Blitzkrieg. The Ramones. That song still makes me feel good. And that's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Those were the good old days. Rock and roll high school and Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left for the 20th century. That's up there still rocking on wherever they are. Tja, schade um die Ramones. Und das ist ein gutes Beispiel für Finger weg von den Drogen. Sowas nimmt man nicht zu sich. Es sei denn, man will einen frühen Tod sterben und den sollte man nicht anstreben. In keinster Weise und im keinsten Fall. Ja. So viel dazu. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir zu Olivia fahren sollten. Falls es überhaupt hier offen hat. Ne, es hat geschlossen. Aus gegebenen Umständen natürlich. Jemand ist nicht da. Das weiß ich gar nicht. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Ob hier irgendwer in der Nähe ist. Olivia ist zu Hause. Vielleicht können wir sie besuchen. Nick ist da drin. Da könnten wir natürlich auf jeden Fall auch noch eine Quest machen. Vielleicht sollten wir das auch machen. Beziehungsweise die können wir ja machen, wenn wir da wirklich hinfahren. Deswegen fahren wir mal zu Olivia. Erstmal. Und dann, was ist das? Ach, das ist das Angie Diner gewesen. Book Mountain Bank. Und das Galaxy of Terror. Da oben brauchen wir jetzt nicht hinzufahren. Und ansonsten. Ja, ansonsten müssen wir hier rüberfahren. Hier ist George sein Haus. Aber George ist nicht da und hier ist noch Lily. Ja. Und hier ist diese letzte verdammte Karte. Also gut, wir fahren kurz bei Olivia vorbei und dann folgen wir einfach der Straße und fahren zu diesem blöden Bullen. Jack? Ich glaube, er heißt Jack. Jack der Bulle. Und tatsächlich können wir zu Olivia, glaube ich. Das müsste ihr Haus sein. Dann checken wir mal einfach mal, was Nick so in seinem Inventar hat. Da muss ja was sein. Aufmachen, hier ist die Polizei. Vielleicht will Olivia, vielleicht hatte Olivia auch noch eine Affäre mit Cason. Um Nick zu bestrafen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Es würde zumindest erklären, was heißt erklären? Ich würde sagen, mit wem er noch ein Verhältnis hatte. Diese Tür führt ins Zimmer von Nick. Ohne Sicherungsbefehl komme ich da nicht rein. Können wir uns kurz mal das Haus angucken? Damit ich gleich mal weiß, wo wir hin können. Nirgendwo hin. Nur zu Olivia, die ein bisschen geschockt scheinbar da... Oh, Zwiebel.
Die nehmen wir doch gleich. Mal ein bisschen Einkauf gestohlen. Schicke kleine Küche, muss ich sagen. Die Küche ist blitzsauber. Sie führen ja auch ein Diner. Das muss ja nichts heißen, aber ja. Ja, das ist nochmal dasselbe. Sieht auch lecker aus. Oh, das Brot. Oh, so ein Baguette. Das ist echt lecker. Das sah echt lecker aus. Warum sie hier da vorne sitzt. Oh, Agent York. Wie geht es meinem Mann? Es geht ihm gut. Er streitet alles ab. Tut er das? Glaubst du wirklich, dass er es getan hat? Das will ich gerade herausfinden. Er ist zwar manchmal unhöflich und barsch, aber er würde niemals... Wenn du das denkst, dann solltest du auch daran glauben. Ich bin in dieser Sache neutral. Ich folge den Beweisen, bis ich die Wahrheit erkenne und den Fall löse. Aber du? Siehst du nicht auf deiner Seite? Stehst du nicht auf seiner Seite? Hm? Keiner wird einer Frau, die zu ihrem Mann hält, etwas vorwerfen. Glaube, was du glauben musst, dann ist alles in Ordnung. Das werde ich. Jetzt sag mir alles, was ich wissen will. Ich werde gut darüber nachdenken. Über was? Egal, ich komme hier nirgendwo rein. Ich brauche erst einen Durchsuchungsbefehl und dann kann ich mir diese ganzen Zimmer angucken. Ja, yeah, that's the plan. Eine kleine Sache mache ich noch, und zwar, ich fahre jetzt zu dem Bullen von Tölz. Der ist wahrscheinlich nicht so nett wie der Bulle von Tölz. Auch nicht so dick wie der Bulle von Tölz. Aber egal. Ah, mach mal schneller hin, ey. Oh, das konnte ich überspringen. Ups, hätte ich das mal vorher gewusst. Da ist geschlossen. Macht ja nichts. Wir wollen uns nur ein bisschen sputen und dahin fahren. Wir müssen uns ja noch ein neues Auto besorgen. Zum Diner kommen wir noch. Es ist ja noch Zeit. Wir fahren jetzt hier einfach entlang. Galaxy of Terror hat sowieso zu um die Uhrzeit. Da brauchen wir erst gar nicht dran vorbeizufahren. Das wissen wir. Aus Erfahrung. My first impression when we met her on that bridge is slightly different from what I think about her now. Don't you think she's pretty mesmerizing? And Zach, she seemed interested in you. Did you make a move? Wissen, dass sie gefragt hast? No, don't answer. I'm just asking. But if you like her, I won't stand in your way. But I'd like to hear the truth. Because this kind of stuff could affect our friendship, you know. Me? I'm just interested in her, that's all. It isn't love or anything. From what I can tell, yes. She doesn't even seem to like me. It's pretty clear from how she acts when she's around me. As you know, Zach, I'm cautious with women. It's because I was badly burned in my last relationship. I really have no idea what women are thinking. That's my problem. You're pretty friendly with the ladies, aren't you, Zach? Maybe you should teach me about how to interact with women. Ja, warum auch er das nicht schon viel früher gemacht hat. Naja, hoffen wir, dass wir jetzt wenigstens... Ach nee, die brauche ich echt nicht. Aber reden. Du hast diesen gemeinen Mörder geschnappt, nicht wahr? Dann hast du ja jetzt sicher Zeit für ein bisschen Spaß. Sagt sie und geht. Ja. Das scheint logisch zu sein. Na ja, auch immer. Fragt Leute, hey, hast du Lust auf Spaß? Und dann gehe ich. Ah. Sagt jetzt nichts Neues. Aber wir wollen auch mit ihrem Macker sprechen. Da kommt er sehr gut. Ich bin dumm. Ich bin blöd. Ich bin böse. Hör auf zu schmatzen, das Tier. Volltanken! Alter, ey, ich würde dem sowas von inhaftieren. 400 Geld, um bei Jack Infos zu holen. Er will sicher das FBI renovieren, ruinieren natürlich. Ja, ich bin mir sicher. Das Geld zahle ich ihm noch. Benjamin, today's a big day. I'm one lucky fella now, ain't I?
thanks to this monkey in a suit, I got 10 of you now. Makes working for an honest dollar look pretty bad now, don't it? With this green, I'm gonna get me a new muffler. I better get over to the general's and look for one. Reminds me, man, that general. He was going on about some high-fly car that just came in. Said it was the car that FB idiot drove into town with. Must be a sweet-sounding ride, though. I bet with a little tuning it would run pretty smooth. Ah, what do I care? It ain't my thing. Okay, danke. Zack, I think I understood what he was talking about. My car is at the general's junkyard. Let's get over there and see if we can get it repaired. I don't care what it's going to cost. That car has sentimental value. Oh ja, Benjamin Franklin, ja, endlich müssen wir nicht mehr bei diesem Stiernackentrottel vorbeifahren. Da freue ich mich jetzt auf jeden Fall schon. Und beim nächsten Mal werden wir eben genau das tun. Wir fahren zum Schrottplatz und holen unsere Karre ab. Bis dahin, schaltet einfach wieder ein. Bye!